Vorfahrt für das Geburtstagskind. 125 Jahre, das ist doch kein Alter für Bus und Bahn. Ganz im Gegenteil, immer schöner und schneller. Ja, die Östra ist 125 Jahre alt und nimmt dies zum Anlass, sich mit einem großen Fest für die ganze Familie bei seinen Fahrgästen und allen Hannoveraner zu bedanken. Auch prominente Gäste sind natürlich dabei. Die Östra ist ein ganz wichtiger Partner für die Menschen, die hier leben, weil sie sehr zuverlässig seit 125 Jahren sie von A nach B ohne eigenes Auto bringt und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Tag und Nacht bei Sturm und bei Schnee und auch Heiligabend und wenn die anderen Feierabend haben, machen. Und da können wir sehr stolz drauf sein, dass wir einen so guten öffentlichen Nahverkehr haben. Mit dem Bus oder der Bahn fahren viele Hannoveraner. Auch der Oberbürgermeister Stefan Schostock, wenn es der Terminkalender erlaubt. Auf jeden Fall, ich plane das immer ein. Es gibt die unterschiedlichsten Termine an den verschiedensten Stellen in der Stadt. Ich schaffe es also nicht nur Fahrrad zu fahren oder auch mal zu Fuß irgendwo hinzugehen, vom Rathaus aus oder von zu Hause aus, sondern ich plane bewusst auch immer Bus und Bahn mit ein. Für nostalgische Hannover-Fans gibt es was Besonderes. Schienenstücke von stillgelegten Streckenabschnitten der Linie 10, verkauft für den guten Zweck. Man muss sehen, dass das nicht ganz einfache Bauarbeiten sind. Die Infra, also unsere Schwestergesellschaft, führt diese Bauarbeiten verantwortlich durch. Und ich glaube, dass sie sich beeilen und alles so schnell wie möglich schaffen werden. Genauen Termin habe ich jetzt gerade nicht parat. Seit 125 Jahren immer in Bewegung, so auch an diesem Tag. Heute mit der großen Jubiläumsparty für Groß und Klein. Viele Hannoveraner fahren mit dem Bus oder der Bahn. Und sie sind zufrieden mit ihrer Östra. Da ich ein Jobticket habe und vergünstigt an die Monatskarten komme, ja. Ist sehr gut, das Angebot von der Östra. Das ist sehr gut, ich finde das sehr gut. Ich fahre immer mit der Straßenbahn. So die generellen Nahverkehre sind eigentlich in Ordnung, kann man nichts meckern. Die Shows und die Live-Musik dürfen bei Partys natürlich nicht fehlen, so auch heute. Viele junge Talente sind dabei, auch die GOP-Akrobatikgruppe Metropolitan. Krönung der Jubiläumsparty mit der Unterstützung von Inner City? Eine verzaubernde Lichtshow. Das hat Hannover so noch nicht gesehen. Liebes Geburtstagskind, eine gute weitere Fahrt.